So, meine lieben Rabauken und Rabaukinnen, Rabaukens, Rabaukungen, Gingingungen. Alle, da sind Grüße euch heute. Sonntag, es ist echt kalt. Es ist nicht frischig. Die hält sich nicht an. Deswegen grüße ich erstmal alle, die da sind. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Tag heute gehabt. Und ein schönes Wochenende. Das ist auch so wichtig. Erstmal, hallo, Lambda. Grüße alle. Und ich gucke erstmal, wer so ein bisschen hier ist. Okay, einfach mal durch. Die Musik ist nur an, ja, unfassbar. Alter, unfassbar. Ich rede und laber, hier hat mich schon wieder keiner verstanden. Erst nochmal wundervolles Hallöchen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Und euer Tag war angenehm. Den Samstag und den Sonntag und den Freitagabend. Na, das ging aber nicht, erkläre ich gleich noch ein bisschen. Und nochmal schön, dass ihr alle da seid. Heute am Sonntag. Probieren heute ein bisschen was aus. Lass mich überraschen. Wir gucken erstmal, wen haben wir denn hier? Erstmal Schnupper. Schnupper 15 hat vor 7 Stunden 2 Donations gesetzt. Einmal 25 Euro und einmal 15 Euro hat Schnupper 15 gegeben. Ich danke dir, Schnupper 15. Ganz liebes Dankeschön. Ich weiß noch nicht, ob du hier bist. Ich gucke gleich mal, ob ich dich hier irgendwo im Chat finde. Ganz, ganz liebes Dankeschön an Schnupper 15. Danke dir. Bartholomäus hat sich den 30. Monat gesetzt. Full Tray, den 9. Liebe und Licht, Licht und Liebe für dich. Jackie Blue, Namen zusammen, danke für 29. Sellensuchen, danke für 100 Bits. Michi, 41322, danke für 16 Monate. 727 Christina, danke für 25 Bits. Und die Sarah hat den T2 gesetzt. Ich danke dir für 43 Monate. Ganz liebes Dankeschön, sehr, sehr liebes Dankeschön. Und Sellensuchen hat nochmal 10 gegeben. Und Dankeschön. Dann schauen wir mal, 20 Uhr. Beowulf, Claudi, Delena, Sarah, Joe, dann haben wir Miss Peppermint, Crip 77. Dann haben wir Ingrid, Stitch, Beowulf, Paburkhardt, Mausch ist da, Sonja ist da, Crumb, mein Neben, Bartholomäus. Dann haben wir nochmal Miss Peppermint, grüß dir nochmal rein, die Zauberfee und Lieschen Müller, Degustima, Jackie Blue ist dabei, die Bina, Orchidee. Dann haben wir Vintage, die Petra, Milira, Terrorbina, die Anna, Michi, 41, Musik, sagen alle gerade noch, Beowulf, Musik, einfach schön, Nini ist da, Katja 28, Sorax, Sellensuchen, Marsch ist glücklich, Lieschen Müller, Haubi, Full Trail, geht Küsse nach draußen. Dann haben wir hier unten einmal mit Profis. Aber ich habe so fette Pickel vom Rasieren, ey, guck mal, richtige Autoreifen am Hals vom Rasieren, voll schrecklich. Monsterly habe ich hier noch. Dann haben wir noch Timo Lustlord, Stefan Stewabe. Morgen schicke ich dir übrigens deine Tracking-Nummer raus, Stefan. Oh, ich war so faul Wochenende. Danke dir für die Ausdauer. Beowulf geht schon los, sagt Beowulf. Kronas sehe ich hier. Ferne und die Rupo Mopede. Joker 666 sehe ich hier unten. Dann haben wir die Ingrid hier unten. Der Subtiger. Alles in Ordnung. Die Bilder sind auf dem Weg, Subtiger. Kämpferin mit Herz. Dann haben wir hier unten noch Heats ist dabei. Nan Annabelle ist hier. Lieschen ist glücklich. Monseligus Claudi. Dann haben wir nochmal hier Timo Lustlot, ich still bin. Ich dich lesen. Ne? Ich dich aber trotzdem lesen. Und dann haben wir hier noch Prinz Ayahuasca will gegrüßt werden. Das ist schön. 1, 2, 3, Kume, liebe Grüße von mir und meinem Thunfisch. Das ist schön. Grüße zurück in deinen Thunfisch. Wichtig, wichtig. Wichtig wie die Rollinudel. Guten Abend in die Runde. Blasin, moin. Grüß dich. Und alle anderen, die jetzt noch irgendwie reinkommen. Die sagen erstmal Hallo. Hoffe, euch geht's gut. Ja. Heute will ich mal probieren. Kann ja funktionieren. Ihr wisst ja, manchmal muss man Sachen probieren, ohne zu wissen, ob sie überhaupt klappen. Heute werden wir mal so weit auschecken, ob es funktioniert. Ja, genau, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, was du gerade geschrieben hast, Delena. Komme ich gleich mal drauf gesprochen. So, habe ich die Musik überhaupt noch aus? Musik ist aus. Ja, genau. Okay. Wochenende. Eigentlich viel gemacht. Das tat mal so gut. Oh, hat das gut getan. Wenig zu tun. Das war so angenehm. Die Woche war so, anstrengend. Also stressig. Und so viel los. Ihr habt ja mitgekriegt, Freitag konnte ich nicht streamen. Es ging nichts. Ich habe wirklich Drehthemen gehabt. Also ich musste nach Köln und das war alles einfach nur hin und her, Fahrerei. Und ja,
Deswegen, Freitag hat es nicht funktioniert. Ich konnte gar nicht in den Stream. Ich habe gar keine Chance gehabt, reinzukommen. Aber ich hatte ja schon so ein bisschen vorgewarnt, dass das Freitag eng werden könnte. Es gibt jetzt allgemein für nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, ist auch kein Stream. Aber ich versuche, auf Instagram live zu gehen. Ich will auf Instagram einmal kurz live gehen. Ja, oder vielleicht übers Handy mal einen Twitch-Stream machen. Ich guck mal. Vielleicht mache ich über Handy einfach mal einen Twitch-Stream. Ich schau mal. Ich glaube eher das. Ich glaube eher auf Handy in Twitch-Stream. Ja, da werde ich euch vielleicht, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Auf dem Weg nach München nehme ich euch mit. Über Instagram könnt ihr folgen. Und dann in München selber nehme ich euch mit. Zum Fernsehdreh kann ich euch nicht mitnehmen, aber so ein bisschen rundherum vielleicht mal. Ja, ein bisschen was zeigen. Mal schauen. Bratinato, danke für 100 Bits, Bratinato. Liebe für dich. Dankeschön, ganz liebes Dankeschön. Also kann ich euch rund um den Dreh bestimmt ein bisschen was zeigen, dass man mal zeigen kann. Danny Doc, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Also da gucke ich mal vielleicht so ein bisschen um das Ganze rum. Ja, Hotel kann ich euch nicht von außen zeigen, aber das Zimmer, solche Sachen halt. Ne? Aber da habe ich einiges. Also ich werde auf jeden Fall irgendwie einen Stream anknallen, wenn ich in München bin. Ja? Deswegen, Montag, Dienstag ganz normal. Mittwoch, Donnerstag bin ich nicht da, leider. Oder nee, leider auch nicht. Ich freue mich ja auf die Fernsehsendung. Freue mich ja drauf. Ne? Lizzie Live, danke für ein halbes Jahr schon, Lizzie Live. Ganz liebes Dankeschön. Also ich freue mich ja im Grunde. Wird ja spannend. Ist ja spannend. Fernsehen ist ja immer spannend. Und deswegen. Ja, genau. Das ist richtig, Peter. Das ist genau. So, also da nehme ich euch dann ein bisschen mit. Format darf ich euch nicht erzählen, worum es in den Format geht. Leider nicht. Erst wenn es ausgestrahlt wird. Ich weiß auch noch gar nicht, wann es ausgestrahlt wird. Gar keine Ahnung. Weiß ich noch gar nicht. Also das, wo ich jetzt in Köln für was anderes, für die Soap gedreht habe, das kommt erst im Februar. Das darf ich schon mal sagen, ja. Also das wird erst im Februar ausgestrahlt. Ne? Und dann werde ich euch bald aber auch alles weitere nennen können. Ne? Bald kann ich euch da ein bisschen mehr zu sagen. Aber wie gesagt, manche können sich das denken. Nach Köln, Soap, okay. Aber wie gesagt, noch nicht wirklich. So, das wird im Februar. Das, was jetzt Mittwoch, das, was am Donnerstag gedreht wird, Mittwoch ist Anreiseflug, Donnerstagabend ist wieder Rückreise. Das weiß ich noch gar nicht, wann das ausgestrahlt wird. München ist was ganz anderes. München ist was, ein ganz anderes Fernsehformat. Na, also das ist ein ganz anderes Fernsehformat. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Okay. Keine Thrash-TV, nein. Nein. Also München ist was ganz anderes. Ist ein anderes Format als das in Köln jetzt gerade. Ne? Das in Köln gerade. Prima. Ja, kommen noch einige rein. Morgenstern kommt noch rein. Ella Babs grüßt noch Manu. Hexe Hus sehe ich hier gerade noch. Spooky Janies habt ihr nochmal geschrieben. Also das sind zwei verschiedene Formate, ne? Also zwei verschiedene. Das war laut. Okay. Genau, zwei verschiedene Sachen sind das. Hat laut geknallt, ne? Also zwei. Genau, sind für zwei, also Jenny sagt, ah okay, zwei sind es für zwei verschiedene Fernsehsender. Für zwei verschiedene Fernsehsender. Ja, lass mich sehr überraschen. Bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also heute werden wir ein Ritual uns anschauen, beziehungsweise zwei, die ich unbedingt testen möchte. Unbedingt, die habe ich gefunden. Habe die auch übersetzt, die waren auf Englisch. Ne? Manchmal geht es schneller, wenn du mit Transi drüber haust. Translator geht manchmal fixer. Es sind ein paar. Diesmal habe ich keine kuriosen Insta-Nachrichten. Diesmal habe ich keine. Diesmal habe ich mal ein paar angenehme Insta-Nachrichten, die ich mal vorlese. Wir müssen immer nicht nur die Merkwürdigkeiten vorlesen, die so kommen. Es gibt auch schon manchmal so interessante Nachrichten. Ne? Auch mal was anderes. Und da werde ich euch gleich, auf jeden Fall gleich ein paar Sachen mal vorlesen. Auch so ein paar Fragen, die ich damit einfach mal beantworte. Ein paar Fragen, die ich da beantworte. Danny Doc kommt auch bald. Wir hatten erst überlegt, jetzt die kommende Woche, aber wir machen dann eine Woche später. Lena wollte ja auch, also dadurch, dass wir jetzt
Mittwoch im Flieger sitzen. Hier müssen wir jetzt alles gerade ein bisschen verschieben. Alles. Es ist jetzt relativ zügig. Wir sind Mittwochmorgen schon am Flughafen und dann müssen wir schon wieder los. Und da ist alles so ein bisschen hektisch jetzt gerade. Alles ein bisschen hektisch. Ich muss nebenbei noch arbeiten. Da ist auch noch der Punkt. Freitag auch. Freitag hatte ich einen Fernsehdreh. Danach musste ich direkt arbeiten wieder. Und umgekehrt. Ich musste erst arbeiten, dann nach Hause, Fernsehdreh, dann wieder nach Hause. Und das war auch nur Hickhack-Freitag. Aber bin sehr happy, hat sich mega gelohnt. Ne? War auf jeden Fall spannend. So, dann gibt es noch etwas. Vielleicht kommt Staffel 3 im Nightwatch. Vielleicht. Wer weiß, vielleicht weiß ich was. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber es ist möglich, dass Staffel 3 kommt. Es kann möglich sein, aber ich weiß es nicht. Ich hörte es in einer Brandung rufen. Aber ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe. Ja, lachen wir mal so. Na, ich hörte es in einer Brandung rufen und vielleicht war es richtig. Vielleicht habe ich auch falsch gehört. Ich weiß auch noch nicht. Aber wir lassen es mal stehen. Es ist alles möglich. Ja, ja. Es ist alles möglich. So, dann gebe ich euch auf jeden Fall mal eben kurz ein paar angenehme Insta-Nachrichten. Dann fangen wir mal an. Ne? Dann bist du vielleicht mal bei TV Total. Da war ich ja leider schon. Ah ja. So, okay. Ein paar Fragen, die ich jetzt einmal kurz über Insta beantworten möchte. Haben mehrere gefragt. Diesmal sind es nicht so Best of Insta-Buddha-Finger. Diesmal sind so eigentlich Allgemeinheiten. Ne? Marc, warum bist du mittags nicht mehr online? Und warum fällt manchmal ein Abend aus, wird gefragt. Also per Insta haben ein paar gefragt, warum bin ich nicht mehr mittags online? Weil ich arbeiten gehen muss. Also ich gehe ganz normal arbeiten wieder. Ich gehe von morgens bis mittags, manchmal auch späten Nachmittag arbeiten. Und da klappt das nicht mehr. Ja, da klappt das nicht mehr. Es ist leider, haben wir eine Zeit im Moment, wo ja alles super teuer geworden ist und ich das hier nicht aufgeben möchte. Deswegen muss ich arbeiten gehen. Wenn ich nicht arbeiten gehen würde, müsste ich das hier aufgeben. Das möchte ich nicht. Also gehe ich im Grunde arbeiten, damit ich das hier überhaupt hier wieder zum Laufen kriege oder überhaupt noch zum Laufen bekomme. Sonst klappt das nicht. Ne? Also gar keine Chance. Anima, ich danke dir. Ganz liebes Dankeschön für den 17 Monat. Und Emre, ganz liebes Dankeschön. Ja, ganz liebes Dankeschön. Und das ist der Punkt. Der möchte das zum Laufen bekommen. Gehe ich ganz normal morgens arbeiten, um einfach alles hinzubekommen. Ja, also muss ich morgens ganz normal arbeiten gehen. Senioren betreuen, Seniorenhilfe. Mit den Senioren alles regeln, Papierkram und denen helfen, dass die in ihrem Leben klarkommen. Also das ist ein wunderschöner Job, freue ich mich auch drüber. Und den muss ich immer bis mittags mal machen. Ansonsten würde das hier nicht gehen. Ne? Und abends fällt aus wegen Fernsehen manchmal aus. Ne? Und abends fällt dann manchmal wegen Fernsehen aus. Weil ich letztes Mal Fernsehdreh hatte, dann habe ich mal 2 Tage jetzt dann wieder da einen Fernsehdreh. Deswegen kann das mal immer passieren. Ist aber nicht oft, das ist ab und an nur mal selten, ja. So, und Elke, danke für 100 Bits. Ganz liebes Dankeschön, Elke. Und Sarah. Dankeschön, Sarah. Elke, schreib mir bitte immer über die Mail. Ja, Cheyenne, schreib mir einfach immer bitte über die Mail. Das ist das Beste. Hier ist immer schwierig. Schreib einfach bitte Mail, sonst kriegen wir das hier drüber. Es ist kompliziert hier drüber. Schreib mir bitte das per Mail. Das wäre ganz lieb. Dankeschön. So, nächste Nachricht, die noch gekommen ist, die scheint es nicht so gut zu sehen, wie ich erkenne. Früher musstest du nicht noch neben den Stream arbeiten gehen. Schade, dass bei tollen Menschen viel kaputt geht und sie nicht agieren können, wie sie wollen. Ja, ist bei mir auch. Haben ja viele mitbekommen. Ich habe immer sonst mittags und abends gestreamt. Aber die Kosten sind einfach zu hoch geworden. Und dadurch, dass ich das weitermachen möchte, muss ich halt für jede andere arbeiten gehen. Okay. Nächste Nachricht. Also diesmal sind es eigentlich nette Nachrichten. So, ne? Marc, ich mag dich auch, wenn du nicht immer da bist. Bist ein toller Mensch. Dankeschön. Nächste schöne Nachricht. Danke für deine Zeit, die du uns opferst. Und das noch neben der Arbeit. Dankeschön. Schöne Nachricht, die nicht sehr schön ist. Wenn man für das Fernsehen arbeitet, verdient man so viel Kohle. Kein Wunder, dass du mittags nicht mehr streamst. Hast deine Community vergessen. Sie war immer für dich da. Und wo bist du? Ja, dann möchte ich mal was zeigen. Okay. Man verdient ja so viel Kohle. Ja, das ist immer lustig. Das ist immer lustig. Was manche so
Sich vorstellen, was manche sich so vorstellen, ist manchmal. Warum geht die Seite nicht auf? Wird geblockt hier. Ich guck mal die. Ja, hier. Okay, ich lese euch mal so ein bisschen was vor, damit ihr mal versteht, was man manchmal im Fernsehen verdient. Mein Glaube immer, alle verdienst da gigantische, gigantische Summen. So, okay. Was glaubt ihr, bekommt ihr für eine ARD-Serie, wenn du zwischen 17 und 21 bist für einen Drehtag? Was glaubt ihr? Na, was glaubt ihr, wie viel bekommst du für einen Drehtag ARD, ZDF? Ist öffentlich, ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, um Gottes Willen. Na, für einen Drehtag ARD, ZDF. 17 bis 21. 10 Stunden. 10 Stunden Arbeit. 10 Stunden. 10 Stunden. 10 Stunden. 10 Stunden. 120 Euro. 120. 120 für 10 Stunden. Keine Anfahrtskosten. Anfahrt selber. Leute, da verdienst du nicht viel, ne? Ein Drehtag für eine Magazinsendung geschädigter von Temu-Bestellungen bekommst du für einen Drehtag 150 Euro. Das ist öffentlich, ja. Das ist nicht nichts Privates, das kann jeder einlesen, ja. Das kann jeder einlesen, ne? Das kann jeder einlesen. Ne? Was haben wir denn hier noch? Ich gehe mal durch. Komparse aus Bauarbeiter. 10 Stunden 120 Euro. Alles Fernsehen, ne? So, was haben wir noch hier? Großraum Ost-Berlin, Komparsen. 120 Euro für 10 Stunden. Ja, also das muss man überlegen. Ne? Es ist nicht gut bezahlt. Ne? Simon, 21,10, danke für 27 Monate. Meschen, 64, danke für 2 Jahre. Und Curry-Uwe, danke für ein halbes Jahr. Ne? Und das ist dann halt so. Man muss es halt mal so verstehen. Ja? Das ist, die Fernsehbranche ist nicht gut bezahlt. Ist nicht gut bezahlt. Ne? Das ist wirklich der Punkt. Du opferst halt mega viel Zeit und hast unter Mindestlohn. Ne? Unter Mindestlohn. Und das ist leider gang und gäbe da. Ja? Das ist, ne? Und bei manchen hast du Bezahlung nach Absprache. Dann weißt du überhaupt gar nicht, was du bekommst. Kann sein, dass du 20 Euro bekommst oder so. Ne? Das ist der Punkt. Gibt's Hobbyköche, es gibt ganze Internetseiten, wo sowas ausgeschlagen wird. Ja, bei manchen hast du auch hier 14 Stunden für 100 Euro. Ja, das machst du aber so, weil du es liebst. Ja, du machst es, weil du es liebst. Geht ja nicht unbedingt ums Geld. Du machst es, weil du es liebst, weil es eine schöne Sache ist einfach. Darum macht man das. Ne? Da geht man nicht so nach dem Geld. Ist einfach eine schöne Sache. Ne? Das für Komparsenrollen, genau. Für Protagonisten, so, die kriegen natürlich mehr. Ne? So, nächste schöne Nachricht. Das ist aber richtig, ist leider wirklich, ne? Geld wächst nicht auf den Bäumen, da fände ich es prima, dass du morgens arbeiten gehst. Ja, ist auch so. Ist ja auch so. Schöne Nachricht, du hast mir in vielen schlechten Zeiten geholfen, bist immer mein Fels in der Brandung. Die nächste Nachricht, danke, dass du uns das paranormale Real zeigst und nicht viele YouTuber, die den Leuten Angst machen. Dankeschön. Nächste Nachricht, ist das echt? Ich habe eine junge Frau und einen jungen Mann auf YouTube gesehen, die testen Rituale. Auch das Auszugsritual hat bei denen geklappt. Magst du da was zu sagen? Nein. Nein, da sage ich nichts zu. Lass ich einfach mal am Rande stehen. Da sage ich nichts zu. Ja, warum sollen Verstorbene durch ein Ritual in einem Aufzug sich mit dir in Verbindung setzen? Du solltest in einer Parallelwelt landen. Why? Also ich glaube nicht, dass der Aufzug dich in eine Parallelwelt bringt und wo du nicht mehr rauskommst. Denn wenn es funktionieren würde, dann wird ja keiner, der es gemacht hätte, heute noch leben. Die wären alle in einer Parallelwelt irgendwo, ich weiß nicht, Saturn, Melmac oder so. Ne? So, nächste, letzte Nachricht. Also ich mache mal angenehme Nachrichten. Kannst du mal bitte erklären, woran man Fakes erkennt? Ah, das ist so schwierig. Woran erkennt man Fakes? Puh. Ich glaube einfach nur, wenn du viel Erfahrung gesammelt hast. Ich finde, wenn du einfach unheimlich viel Erfahrung gesammelt hast und das differenzieren kannst, ist es Realität oder ist es einfach nur Viralität. Und das ist so. Der rote Kreis im Thumbnail, ja, als Beispiel. Aber habe ich früher auch gemacht, Fox Cookie, rote Kreise. Habe ich früher auch gemacht. Ne? Das ist der Punkt.
Aber letzten Endes Fakes erkennen, ich glaube wirklich nur durch Erfahrung. Das ist wirklich der Punkt, in dem du weißt, dass es einfach Schwachsinn ist. Ne? Meine waren anders. So, dann haben wir einige mitbekommen, ganz interessant. Ich hatte euch vor geraumer Zeit mal erzählt, dass ich mit Lena aus dem Auto telefoniert hatte und wir hatten eine Stimme im Hintergrund. Handy-Telefonat. Wir reden nicht vom Computer. Richtig normales Handynetz. Hat eine Stimme gequatscht. Die eine oder anderen, die so ein bisschen Instagram verfolgt haben, haben wir mitbekommen, dass einige interessante Sachen gewesen sind. Telefon geklingelt, aber Lena hat nicht angerufen, war aber ihre Nummer. Ganz komische Sachen. Warum? I don't know. Ich bin Freitag, Korrektur, wann war ich zuletzt hier? Donnerstag. Donnerstag war ich hier. So, ich weiß, Leute, ich bin mir 1000% sicher, dass das, was ich euch jetzt zeige, nicht gewesen ist, wo ich diesen Raum verlassen habe. Niemals ist das gewesen, wo ich den Raum verlassen habe. Niemals. Okay, das ist klar. Ne? Das ist ja alles hier gewesen. Das haben wir ja alles so im Livestream. Im Livestream hinterlassen, ne? Okay. Diese lag nicht da. Das lag nicht da. Denn das stand neben dem Fernseher. Janice Music, Dankeschön für 2 Jahre. Ganz liebes Dankeschön. Kommt für ein paar Monate vor. Ne? Ich danke dir sehr für die schönen Worte. Ich danke dir. Die Puppe stand daneben. Ich habe überlegt, ist die umgekippt? Nee, das geht nicht. Die kann da nicht umkippen. Es funktioniert nicht. Sie wäre nach vorne geknallt. Genau für einfaches Umkippen zu weit weg. Na, das geht nicht. Na, wir hatten ja eine Raumüberwachung, da ist nichts passiert. Da ist gar nichts passiert. Aber die lag unterm Tisch. Und da kann die nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Na? Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist. Ob es einfach nur komischer Zufall ist. Ich weiß für mich selber, ich bin da nicht reingekommen. Niemals reingekommen, das wüsste ich. Also ich bin mir nicht der Schuld bewusst. Ne? Sie ist ja auch mal umgekehrt, was sie auf der anderen Seite stand, sagt Sarah gerade. Ja. Also ich bin mir nicht bewusst. Ich möchte jetzt aber auch nicht ausschließen, dass sie runtergefallen ist und ich reingekommen bin. Aber das wäre mir aufgefallen. Das ist das, dann hätte ich die ja wieder aufgehoben. Also das irritiert mich sehr, weil eigentlich, wenn sowas passiert, hebe ich das sofort wieder auf. Na, ich möchte die ungern umschmeißen, weil ich die nicht möchte, dass die kaputt geht. Ja, wir können aber mal gucken, dass wir das simulieren. 33 Gebote, danke für 41 Monate. Ne? So, wir probieren das mal eben. Aber auch der Winkel funktioniert nicht. Das ist das, was ich meine. Die ist viel zu weit weg. Die hättest du wegtreten müssen. Du hättest wirklich treten müssen. Und das funktioniert nicht. Ich hätte die wegtreten müssen. Und auch wenn ich da dran gekommen wäre, würde ich mit dem Bein dran kommen. Ich würde mit dem Bein dran kommen, weil ich an dem Computer bin.
Wurm. Hallo. Egal wie. Ich hätte ja, entweder bin ich, würde ich von der Seite reinkommen. Ja. Ich würde von der Seite reinkommen. Ja, dann kippt ihr mit dem Kopf nach hinten und rutscht weg. Alles gut. Wenn ich aufs Bein trete, dann kippt ihr nach vorne. Aber nicht unter dem Tisch. Ja, genau. Und hey, wenn, dann wäre es so laut gewesen. Ne? Ne? Nina sagt, sehr verrückt, aber Marc, du hast ja schon mal gesehen, Puppen können sich nicht bewegen. In meiner Welt können die sich auch nicht bewegen. Ja. Also für mich, wenn sowas passiert, Nina, hat sich nicht die Puppe selber bewegt, sondern etwas die Puppe. Das ist immer der Unterschied, weißt du? Ne? Wenn etwas einen Gegenstand bewegt, aber nicht der Gegenstand sich selber. Ja, also da sind ja keine Verstorbenen drin. Das ist ja Naivität. Da ist ja kein Verstorbener drin. Nee. Blödsinn. Das funktioniert nicht. Das ist Schwachsinn. Kein Verstorbener packt sich eine Puppe. Ja, wenn dann hat etwas. Ne? Ja, das ist wirklich, wirklich strange. Wirklich strange. Ich muss mal kurz noch mal zu trinken. Also, ja, hier, warte. Oh, also wirklich komisch. Ja? In der ersten Lok hat sich der Teddy auch mal richtig. Also auch schon Jahre her, ne? Jahre. Ja? Aber das sind die spannenden Sachen. Robin auch schon, ja. Aber wir müssen überlegen, wie selten das ist. Das ist wirklich selten. Das ist nicht so wie bei YouTube in jedem Video bei irgendeinem. In jedem Video, Puppe. In jedem Video. Im anderen klappt jedes Ritual bei manchen. Jedes Ritual. Egal welches. Blue Baby Blue, Charlie, alle gehen. Und ich sitze hier, wenn mich verarschen wird, der geht nicht. Das ist Schwachsinn. Charlie, bewegt die Stifte. Warum soll Charlie die Stifte bewegen? Warum muss es ein Mahagonitisch sein? Warum muss es genau 23.12 Uhr sein? Bei denen funktioniert das immer. Na, ich gehe ja von aus, dass Rituale gegebenenfalls kleine Door-Opener sind. Aber diese Geschichte dahinter ist meistens Bullshit. Die Geschichte meistens ist Bullshit. Ja? Aber es gibt ein paar Dinger, die ich spannend finde. Ich habe zwei gefunden. Die will ich ausprobieren. Die probiere ich mal aus. Obwohl ich bei dem ersten so ein bisschen so ein bisschen Darmflöte habe. Ja, ich nicht weiß, was ich von heilen soll. So, pass auf. Pass auf, du. Jetzt pass auf. Pass auf, du. Du jetzt pass auf. Na, okay. Ich habe dann nämlich zwei Rituale mal rausgesucht. Da habe ich extra was mitgebracht. Ja, extra was eingepackt ins Auto. Okay, erste Ritual heißt das Schattenpakt-Ritual. Ab und zu probieren wir Rituale aus. Obwohl ich immer sage so, nee. Es gibt wenige, die funktionieren. Das meiste ist wirklich nur viraler Rotz. Ja, viraler Rotz. Das Schattenpakt-Ritual. Ich lese euch das vor. Ja. Nachmachen, eigenes Risiko. Wenn du danach ein Kobold bist, ist mir das scheißegal. Wenn du danach ein Poltergeist heißt, ist mir das auch furzegal. Du bist alt genug, ja? Schluck auf Enter. So, ich lese euch das mal vor, wie das abgehen soll, das Moped. Du brauchst eine dicke Decke. Also ich habe eine normale Decke. Ja? Groß genug, um dich vollständig zu bedecken. Nein, das wird kein Schmusestream. Nein, ich werde auch angezogen sein. Ja? Ich soll eine Decke haben. Drei rote Kerzen habe ich immer. Ich habe immer Grabkerzen. Ein Spiegel. Irgendwo. Eine Taschenlampe habe ich auch. Ein umgedrehtes Kreuz habe ich auch. Ja, Durchführung, also nicht Einführung, Durchführung. WLAN-Raum mit wenig Licht, kriege ich auch auf Reihe. Sorge dafür, dass er ruhig und frei von Ablenkung ist. Ich bin ja alleine, ne? Kriege ich ja hin.
Platziere dich mit dem Spiegel in der Mitte des Raumes und umrande. Habe ich ihn aber übersetzt so. Ja, Translator, sei Dank, ne? Platziere dich mit dem Spiegel in der Mitte des Raumes und umrande ihn. Gegenstände, die du nicht magst. Ja, da fehlt was, ne? Platziere dich mit dem Spiegel in der Mitte des Raumes und umrande ihn mit Gegenständen, die du nicht magst. So soll das sein. Entzünde die Kerzen, eins nach dem anderen im Uhrzeigersinn. Setze dich unter die Decke, sodass du vollständig vom Licht der Kerzen geschirmt bist. Mach deine Taschenlampe an. Konzentriere dich auf den Spiegel und versuche, deren Schatten und Bewegungen zu erkennen. Flüstere nun. Jetzt, ja, ha, ha, ho, ho. Te advoco veni ad me. Dämonung, wie man das ausspricht, hic operatur da mihi signa hic in loco et ostendo, kenne ich in Belgien. Per sonos und Lautsprecher in spatio tum locum. Also übersetzt hört sich das an, das Ende da mihi, da mir signa, damit man mir signalisiert, wenn ich auf dem Locus sitze in Ostende bei Belgien mit einem sonos Lautsprecher. Und ich mir was in mein Lokum. Punkt. Dann soll sich das Dunkle bemerkbar machen, ob man will oder nicht. Ja. Der Advoco. Hört sich an wie Advokat, Anwalt, ne? Der Advoco Viniat. Aber da haben einige drunter geschrieben, da soll man vorsichtig sein. Ich probiere einfach aus. Der Klingonisch, ja, frag mich mal nicht, weil der liest du Advoco Veni. Auf Klo nehmen wir ein anderes. Ja, also das werden wir austesten. Ja, jetzt nochmal bitte vorlesen. Te Advoco Veni ad me. Dämon nunc hic operatur. Da mihi signa hic in loco et ostende personus in spatio tum locum. Geht schon besser, ne? Ja, einfach mal testen. Wetterwachs, genau, Oma. Einmal ausprobieren. Probieren wir. Vielleicht krabbel ich danach als Skelett raus oder so unter der Decke. Oder mir wäre einfach noch warm. So, zweite fand ich sehr geil. Ouija-Fluch. Hoho, da stehe ich ja auf sowas. Ne? Auf Ouija-Fluch stehe ich ja voll. Das macht mich ja schon mal so ein bisschen wuschig. Das fand ich eine geile Sache. Habe ich auch gefunden. Eine alte Frau, sie war bekannt als Wicca, lebte in einem Dorf in Rumänien nahe des Hoya-Bakio-Waldes. Was immer das ist. Ein Wald. Ja, die Menschen hatten Angst vor ihr, da sie viele dunkle Sachen praktizierte. Sie soll sogar tote Tiere zum Leben erweckt haben und auch Sterbenskranke geheilt haben. Ihr Wissen bekam sie schon in die Wiege gelegt. Sie kommunizierte viel mit Ouija-Brettern und nahm so Kontakt zu den Toten auf. Ouija-Brett hat sie benutzt, eine Planchette und immer vier Kerzen angezündet. Ja. Man sagt, sie hat immer den Raum abgedunkelt, die vier Kerzen angezündet und sie hatte auf jedem Ouija-Brett was stehen. Cem lamine puterea intune carte aretati ve fortasi ventiti, ne veniti, folisiti, aceasta placa pentru intrararea in lumea noastra. Und drunter, du musst nicht verstehen, was es bedeutet, aber es wirkt. Winter ist der Wald, wo viele Menschen verschwunden sind. Der Hoya-Bakio kenne ich jetzt gar nicht. Aber was sollen wir mal machen? Ich mache mal oben von dem Ritual, von dem oberen Ritual, das Schattenpakt-Ritual. Ich hau das mal in so einem Translator rein. Warte mal. Ich pack das mal rein. Sprache erkennen. Oh. Okay, Schattenpakt-Ritual. Hör mal zu. Also dieses Te advoco veni ad me dämon nunc hic apparatur da mahi mihi signa hic in loco et ostende personus in spatio tum locum heißt, ich rufe dich, komm zu mir. Hier arbeitet jetzt der Teufel. Gib mir Zeichen an diesem Ort und zeige mir deinen Platz durch Geräusche im Raum. Er ist nicht gedacht. Ich rufe dich, komm zu mir, hier arbeitet jetzt der Teufel, gib mir Zeichen an diesem Ort und zeige mir deinen Platz durch Geräusche im Raum. Erkannt wurde?
Latein. Das Latein. Schattenpaktritual. Und jetzt hier dieses Ouija-Fluch-Ding packe ich hier auch mal rein. Kopieren. Rumänisch. Rumänisch. Heißt, also Cemlamine Puteria Intunki Kaka Aretati Farforta Sinfiniti Feliciti Akeaste Placa Pentru Intrararea Inlomia Noestra. Da gibt es ja einen Kakto. Heißt übersetzt, ich rufe die dunkle Macht an. Zeige deine Stärke und komme. Benutze dieses Wort, um unsere Welt zu betreten. Okay. 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 Also das soll auf die Rückseite eines Ouija-Boards. Also ich würde sagen, wir checken dann erstmal mit der Decke. Ja, sollen wir dann erstmal mit der Decke ausprobieren? Sollen wir erstmal Schattenpakt-Ritual machen, Leute? Erstmal Schattenpakt. Nach der Sitzung hat er volles Haar auf dem Kopf. Mit rumänischen Sachen vorsichtig sein. Ich habe keine Ahnung davon. Also ich bin da jungfräulich mit sowas. Oh, kannst du bitte wieder? Macy, we are you are welcome. Okay. Ich mache mir erstmal hier meine Funkis dran. Hell spannend. Also ich habe mit so rumänischen Sachen eigentlich gar keinen Bezug. Gar keinen Bezug. Ach, noch was. Oh, ich kann es vergessen, Leute. Zu Hause heute, wo ich zu Hause war. Zu Hause. Die Lena erinnert mich gerade. Ich habe eine Nespresso-Maschine. Ja. Die ist angegangen. Ja, jetzt so, ist ja auch eine Maschine. Ja, aber muss draufdrücken. Das ist das, was die Dänen mir mal erzählt hat, dass die Kaffeemaschine angeht. Die kann ich angehen. Du musst den Knopf reindrücken. Die kann ich angehen. Das Ding ging von alleine an. Das ist nicht möglich. Und ich habe jetzt das Gleiche, das, was Delena immer erzählt hatte. Sie hat ihre Kaffeemaschine. Ich dachte, ich werde verrückt, du. Ja, kann doch nicht sein. Aber da war noch was. Ich sitze im Wohnzimmer. Ich spiele gerade Pokémon am Handy. Ist ein anderes Thema. Ich spiele gerade, also nicht Pokémon Go, das Trading Card Game am Handy zocke ich gerade Pokémon. Lach jetzt nicht, ist geil, macht Spaß. Sammeln auch die scheiß Karten im Moment. Sitzt da so, weißt du, hab da so ein Pokémon-Match, so. Der geht jetzt nicht an, weil ich hier klopfe. Grauer Junge, guten Abend. Ich danke dir für 13 Monate. Danke dir. Warum leuchtet denn jetzt dabei? Okay, ich sitze auf dem Sofa. Und dann klopft das an der Tür. An der Wohnzimmertür. Da war keiner. Ich schwöre auf alles. Es hat geklopft. Und du kannst das schon gut orientierungstechnisch sagen. Wo das herkommt. Das kam von meiner Holztür. Da hat man doch selten eine Stahltür zu Hause. Also hast du ja immer eine Holztür zu Hause. Sonst würdest du in einer Garage leben. Eine normale, stinknormale Wohnungsholztür. Klopft das? Das kann nicht sein. Seit dem Vorfall, wo wir intensiver mit Delenas Fall arbeiten, ist das mehr geworden. Ohne Witz, das ist mehr geworden. Seit wir da intensiver dran arbeiten. Vorher
nie eine Stimme irgendwie gehört. In einem normalen Gespräch. Ja. Kaffeemaschine geht an. Das ist krank. Ja. Ja, irgendwie ein Trigger muss sein, ne? Irgendein Trigger ist da gerade. Er wurde auf jeden Fall halt an der Scheibe geklopft. Ja, so ist es auch komisch, ne? Ah ja, und die Stimme hat, genau. Es fängt jetzt an. Genau. Dankeschön nochmal, Amethyst. Es fängt jetzt an. Was fängt an? Was fängt an? Selenza, ich finde es sehr schöner bei dir. Ja, okay, komm, untersuche ich den Onkel. Das ist ja schon komisch, du. Vintage schreibt, als ich in der Pflege arbeite, habe ich auch mal zu Hause an jede Tür geklopft. Okay. Oma, bei mir stehen auf morgens die Türen vom Schrank offen, die sind safe zu mich ins Bett. Mega spannend, ne? Probier mal kurz was. Bist du bei mir? Wenn du hier bist, kannst du einen kleinen Ball leuchten lassen. Aber in der Raumüberwachung. Aber es ist kein Ballmoven gegeben. Ne? Kein Ballmove. Also, wir probieren jetzt das Schattenpaktritual. Ja? Für das Schattenpaktritual braucht man eine große, dicke Decke. Die habe ich. Also eine dicke nicht, ja. Ich habe eine Decke. So. Also ein Deck. So, also Decke haben wir. So, also die Decke muss ich dann nachher über mich machen. Und dann muss ich dann noch einen Spiegel in der Hand halten und eine Taschenlampe. Und die Kerzen um mich herum. Der Ausgang. Der Ausgang. Warte mal. So. Die da noch. Okay. Drei Kerzen brauchen wir. Wir brauchen die Decke. Drei Kerzen. Eine. Oh, jetzt leuchtet die. Jetzt klar, weil ich den Ball bewegt habe. Dann glaubt natürlich die Kugel, dass sie bewegt wird. Das ist natürlich eine harte Erschütterung. Logisch. Hier die an. Soll ja auch so sein. Denn wenn die Katze die Bälle in den Mund nimmt, ach, die nimmt die in den Mund, wenn die Katze den Ball wegtretet, kickt, dann weiß ich nicht, was Katzen mit der Bälle machen, spielen, ja, dann rollen die weg. Die Bälle, nicht die Katzen. Dann rollen die Bälle weg. Ne, die rollen. Und die Katze hinterher. Und dann leuchtet das und haben die noch mehr Bock drauf. Dann werden die irgendwie ein bisschen geiler, weil die da mitspielen können. Ne? So, ich hänge das mal eben hier weg. Da oben ist der Nagel. Mach ich mal Ding mal ins Loch rein. Ja, komm. Komm, treff das Loch. Fein gemacht. So, jetzt müssen wir Platz machen. Ne? Ich muss ja mich hier im Grunde. Ah, ich muss ja noch ein Ding hier noch reinschieben. Warte mal, mal was einführen. So. Und. Bing. Volle Punktzahl. Voll getroffen. Und. Na, drehen wir rum. Hier hin. So. Ich muss jetzt Heizung ausmachen. Jetzt wird es nämlich warm. Jetzt schwitze ich. Weil unter der Decke wird es noch wärmer. Lass mich mal hier rüber. Boy. Warte. Na, aus. Okay. So, warte mal. Okay. Wir brauchen einen Spiegel. Wo ich denn keinen Spiegel hin? Das ist halt eine Katastrophe. Ja, weil ich mache mein Licht an.
mache ich denn jetzt den kleinen Spiegel? Ich habe doch mal hier einen kleinen Spiegel gehabt. Schuppi? So einen kleinen silbernen, weißt du? So ein kleiner silberner Spiegel. So der mit dem Griff in der Hand. Wo war ich denn den hin, Mensch? Mach mal hier. Nee. Vorbereitung ist das halbe Leben, verstehst du? Nee, da ohne, du Scheiße, du scheiß Spiegel hin. Ich brauche da einen Spiegel. Ah, oh, da oben. Aber wir nehmen denn da oben den so lange. Wir nehmen so lange den hier, bis der andere da ist. Hier so, kannst du mal gucken, wie der aussieht heute. So siehst du aus heute. Schon komisch, ne? So, okay, Spiegel, drei Kerzen, eine Taschenlampe und umgedrehtes Kreuz. Ja, so, mal eben kurz einen Schluck trinken. Okay, so, das müssen wir jetzt irgendwie hier hin, alles hier hinbringen. So, ich heb mal eben den Stuhl weg. Stuhlgang. So, du dahin. Nur hier hin. Ja, dann schiebe ich den mal weg. Na, fällen gleich die Bälle weg. Also. Ja, na geh. Das Tischrücken. Ganz gut. So. Jetzt haben wir Platz. Ne? Jetzt können wir, kann ich hier im Grunde am Boden das machen. Boah, wenn da wieder ein neuer reinkommt, die denken auch wieder, Alter, der Typ einer in der Pfanne. So. Hängt unter einer Decke. Mitten im Stream. So, hier werde ich es mir machen. So, hier, genau dahin. Hier denkt nur, was hat der denn für ein Vogel? Nicht normaler Typ, kein normaler Typ. So, hier hin, guckst du. Warte, so. Also da, nein, da. So. Okay, so, wir müssen. So. Okay, ich brauche den Spiegel. Ja, abdunkeln machen wir gleich. Ich brauche den Spiegel. Ein Spiegel, umgedrehtes Kreuz. Welchen nehmen wir denn? Habe ich eigentlich meine ganzen Kreuze hin? Ja, nehmen wir das hier, ne? Ein Spiegel. Umgedrehtes Kreuz. Das nehme ich hier gleich mit drunter. So, dann müssen wir noch. Ich soll hier mit Gegenständen umranden, die ich nicht mag. Ja, wenn ich sie nicht mögen würde, hätte ich sie ja jetzt nicht mehr hier. Ich sag, keiner weiß, was mag ich denn in dem Raum nicht? Ja, was weiß ich doch nicht. Was mag ich hier nicht? Ein Schlüssel? Nein. Ich mag hier alles in diesem Raum. Es gibt hier keinen Gegenstand, wo ich sage, den mag ich nicht. Gibt es hier einen Gegenstand, den ich nicht mag? Diesen Bleistift mag ich nicht. Der ist schäbig. Den Bleistift mag ich nicht. Was mag ich noch hier? Dich mag ich auch nicht, weil du nie funktionierst. Und da haben wir schon mal zwei Gegenstände, die ich nicht mag, ne? Haben wir nochmal einen Gegenstand. Ja. Ja, und Streichhölzer mag ich auch nicht. Ich mag lieber
Ja, ich mach das mal überall jetzt mal so hier hin, weil ich nicht mag. Streichhölzer finde ich doof. Ja, Rechnungen habe ich ja nicht hier. Hier lege ich den Stift hin, finde ich auch doof. No, ich mag diese Art von Stift nicht. So, und das hier, die alte Kugel, ist keine Liebeskugel, die lege ich hier hin, weil die mag ich auch nicht. Die hat noch nie funktioniert. So, okay, haben wir. Ja, jetzt muss ich aber natürlich mein Handy mitnehmen, weil ich kann den Text ja nicht lesen. Aber Rechnungen wären gut, ne? Die Rechnung mache ich wirklich nicht. So. Bing. Okay. Ich öffne jetzt mal eben das Moped. Ja, ich muss ja hier ablesen, diesen Spruch da. Da. Okay. Entzünde die Kerze nach dem anderen. Im zeigenden Uhrzeiger. Und entzünde die Kerzen nacheinander. Kriegen wir hin. Bitte liegen bleiben. Dankeschön. So, die Kerzen. Dum, 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 dum. So. Erste. Nehmen wir mal hier hin. Das darf ich noch nicht verbrennen oder so. Ne? Das ist nicht so gut. Ein bisschen Respekt. Ich glaube, ich sollte diese Kerze weit weg von mir stellen. Ich sollte sie nicht mit der Decke in Verbindung bringen, weil ich glaube, die Decke fängt sofort an zu brennen. Bei meinem Pech, dann habe ich hier eine lebendige Fackel oder so. So, oh ja, hier meine Kerze und hier oben die Kerze. Aber mein Pech, weiß er. Ja, geht nicht. Ich gehe nicht mehr mit meinem Pech. So, das haben wir. Wir haben da die Kerzen montiert. Haben wir. So, okay. In der Mitte des Raumes sind die Kerze. Ach, scheiße. Ah, ja, ein Vogel, du. Nochmal. Was stand da? Im Uhrzeigersinn. Was mache ich? Im Gegenteil, irgendwann wohl zum Quer. Im Uhrzeigersinn. Eine. Haben wir. Zwei. Haben wir. Drei. Haben wir. Können wir mal machen, ne? Einfach kreuz und quer. So. Okay. Ja, sieht doch gleich bescheuert aus. Jetzt wollte ich noch eine Taschenlampe. Okay, jetzt aber Licht ausmachen, ne? Nur Licht aus. Das sieht doch gleich richtig bekloppt aus. Und noch die andere Lichter. Aus. 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 Ja, oben ist auch noch Licht an. Aus. Aus. Ei. Oh. Okay. So, dann werde ich jetzt mal unter die Decke gehen. Jetzt soll es nicht nochmal. Okay. Das Ritual nennt sich das Schattenpakt-Ritual. Das Ding ist ja, ihr seht ja jetzt gar nichts unter der Decke. Ne? Ich gehe erstmal drunter. Okay. Super, jetzt ausgerutscht. Na. Okay, warum rollt ihr genau zu mir? Okay, wundert mich, ich lege die jetzt hier einfach hin. So,
Bleib hier mal liegen, Schätzchen. Und erschreck mich bitte heute nicht, wenn ich jetzt hier gleich unter diesem Regal sitze, unter diesem Tuch sitze. Einfach einmal nur liegen bleiben. Bleib einfach nur liegen. Und schock mich nicht. So. Sieht ja bekloppt aus hier. Ich setze mich jetzt unter dieses Tuch. Wie so ein Geist. Okay. Ich nehme mir jetzt ein. So. Okay. Boah, wie kommen Sie? Keiner rein, den ich kenne. Der Spiegel. So, okay, den mache ich hier einfach. Das Kreuz hier unten so neben. Okay. Te ad voco, veni ad me, demon nunc hic operator, da mihi signa hic in loco, et ostendere personos in spatio tum locum. Okay. Te ad voco, veni ad me, demon nunc hic operator, da mihi signa hic in loco et ostende, personas in spatio tum locum. Ich gucke jetzt in diesen Spiegel. Das einzige ist mein Kopf, den ich sehe. Okay. Ich werde mich jetzt anders setzen. Das ist alles sehr unbequem. So, okay. Lege dieses umgedrehte Kreuz jetzt hier rein. Ich lese nochmal. Flüstern. Te ad voco. Veni ad me. Demon nunc hic operatur. Da mi signa hic in loco et ostende. Personas in spatio tum loco. Te ad voco. Veni ad me. Demon nunc hic operator, da me signa in loco et ostender personas in spatio tum loco. Te ad voco, veni ad me, demon nunc hic operator, da me signa hic in loco et ostende personas in spatio tum loco. Te ad voco, veni ad me. Thema nunc hic operator, da mihi signa hic in loco et ostende, personas in spatio tum loco. Wenn jemand hier ist, gib mir ein Zeichen, was ich gut hören kann. Ist jemand hier mit mir in dem Raum? Ist jemand hier mit mir in diesem Raum gerade? Dann gib mir ein Zeichen, was ich hören kann. Te ad voco, veni ad me. Ich habe das Gefühl, da steht einer hinter mir. Hallo? Das ist creepy. Ich habe echt das Gefühl, hinter mir steht jemand gerade. Te ad voco, veni ad me, demon nunc hic operator, da mihi signa hic in loco et ostende personas in spatio tum loco. Hallo? Das ist creepy. Kann auch jetzt mal eine Einbildung sein, aber ich habe das Gefühl, jemand steht richtig kräftig hinter mir. Es ist auch voll kalt. Das Dunkle wird sich bemerkbar machen. Ob du das willst oder nicht.
Einbildung oder keine Einbildung? Das werden wir nur erfahren, wenn wir Geräte jetzt aufstellen, Leute. Ob das Einbildung ist oder nicht, wenn wir nur mit Geräte erfahren. Das heißt, wir müssen Geräte aufbauen. Wir müssen alle Geräte, die wir jetzt haben, einsetzen. So, wo ist die Flux? Das war ja echt jetzt komisch. Aber das sind so Dinge, weißt du, wenn du so abgeschirmt bist von allem. So, Flux. Dann kann das passieren, dass die Psyche klar so ein bisschen wegschnallt, ne? War meine Taschenlampe nicht gerade aus? Oder was ist da passiert? Was war das denn jetzt? Da war auf jeden Fall eine Lichtveränderung unten. Das finde ich jetzt auch schon ein bisschen komisch. Okay, ich trinke mal kurz einen Schluck. Das finde ich jetzt aber komisch. Ich ziehe mich mal aus. Okay, nicht wundern. Das ist jetzt me. Ich werde jetzt hier einfach die Bälle hier platzieren. Also damit ihr wisst, was ich gerade mache. Scheiße, das war nicht wegen mir. Ich werde überall gerade Bälle platzieren, falls ein Move ist. Was ist jetzt passiert? Nee, ist am Stromkabel, Fuchskuki. Das Akku kann nicht leer sein. Wir haben eine Kabelverbindung. Wir sind mit einem Kabel verbunden. Also das finde ich jetzt creepy. Gerade das Gefühl, dass hier einer hinter mir steht. Flux reagiert nicht. Okay, ich gehe unter die Decke.
signa in il loco et ostende personas in spazio dum loco. Te ad voco. Veni ad me. Deman non gigoperatu. Dami signa in il loco et ostende personas in spazio dum loco. Te ad voco. Veni ad me. Deman non gigoperatu. Da ist wieder irgendwas hinter mir. Hallo? In dem Moment hat die Flux einen Ton gemacht. Hallo? Ich sag Hallo und die Flux macht das Geräusch. Te ad voco, veni ad me, tema nunci coperatu, da mi signa in el loco et ostende personas in spazio, dum loco. Ist jemand hier im Raum? Das stimmt, ist, du siehst ja auch nichts, ne? Kannst du mir hier im Raum ein Zeichen geben? Kannst du ein Geräusch machen, wenn du hier hinter mir bist? Du Scheiße, Digga. Du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ich habe ein Kreuz in der Hand. Ich habe ein Kreuz in der Hand. Du Scheiße. Oh nein. Oh. Ich habe ein Kreuz in der Hand. Bleib entspannt, ey. Ganz cool. Ganz cool, entspann dich. Scheiße. Entspann dich. Alles ist gut. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuch. Sondern löse uns von dem Bösen, denn dann ist das Reich. Pause. Oh, das ist krank. Gott, der Ball killt mich, der Ball killt mich. Der Ball killt mich. Boah, ist das unheimlich. Also, ich komme kurz nach vorne. Du hast das Gefühl, dass jemand hinter dir steht. Kann auch eine Einbildung sein. Wir können es unheimlich gut was einbilden. Ne? Das geht schnell. Ich habe nichts gesehen. Ja? Nichts gesehen. Aber
ich weiß, dass ich was gespürt habe. Ich habe was gespürt, als wenn etwas hinter mir steht. Und ich habe eine Frage gestellt und dann hat es die Flux einmal gemacht. Dann kam der Ball. Da habe ich wirklich jetzt erstmal so, weil du siehst nichts. Du siehst ja nichts. Der ist einfach nur total still. Du siehst nichts. Autsch. Das ist das Ding. Und das ist irgendwie so beklemmend, weißt du, wenn du nichts siehst. Beklemmend, wenn du nichts siehst. So, wir probieren das noch einmal aus. Okay. Aber mit dem Ball fand ich schon unheimlich jetzt, dass hier ein Ball zu mir rollt. So, wir gehen da nochmal rein. Kamera steht ja total schief hier. Aber ich bin hier unten, Mensch. Hier bin ich, hier unten. Da bin ich, hier, genau. Hier hast du mich drauf. Hier hast du mich drauf, genau. So, okay, nächste Runde. Ja, weißt du, du siehst nichts, ne? Du fühlst dich wirklich komplett abgeschirmt. Und da drehen natürlich deine Sinne total durch. So, Spiegel, Kreuz. Kreuz umgekehrt. Okay. Te ad voco. Veni ad me. Te manunque cooperatu. Da mi signae in loco. Et ost endere personas in spatiotum loco. Te ad voco. Veni ad me. Te manunque cooperatu. Mie signa ege in loco et ost end personas in spatio tum loco. Jetzt schon wieder das Gefühl, dass wenn einer steht. Ganz kalt von hinten, aber kann sein, dass ich jetzt keine Decke drüber habe. Te ad voco veni ad me, de manunc hic operator, da mihi signa hic in loco et ostende, personas in spatio tum locum. Mach dich bemerkbar hier in dem Raum, dass ich das hören kann. Gib mir hier ein Zeichen, wenn du hinter mir stehst. Gott, das macht dich verrückt, wenn du nichts siehst, Mensch. Wenn du hinter mir stehst, dann kannst du den Ball runterrollen lassen. Oder die Pyramide einschalten. Gott, wir müssen die Decke wegreißen, ey. Ich spreche es noch einmal und dann möchte ich ein Zeichen von dir. Te ad voco veni ad me. Demo nunc hic operator, da mihi signa hic in loco et ostende personas in spatio tum locum. Gib mir den Zeichen, dass du hinter mir wirst. Bewege einen Ball. Lass einen Ball leuchten oder sonst was, weiß ich ja nicht. Bewege einen Ball. Das, was hinter mir ist, zeige mir, dass du da bist. Wenn mir eine die Decke wegreißt, dann scheiße ich mir in die Hose. Gott. Die Taschenlampe ist leider. Die Taschenlampe hat sich abgedunkelt. Leute, die Taschenlampe. Ich bin das nicht. Hier sind meine Hände. Okay. Scheiß die Wand an. Kannst du die Taschenlampe nicht nochmal machen, bitte? Batterie leer? Ich krieg die Krise. Meine Hände hier. Te ad voco veni ad me. Dema nunc hic operator da mihi signa in loco et ostende personas in spatio tum locum. Te ad voco veni ad me.
Dema nunc hic operato da mihi signa hic in loco et ostende personas in spatiotum locum. Ich hoffe, man sieht die. Teat voco veniat me. Dema nunc hic operato da mihi signa hic in loco et ostende personas in spatiotum locum. Teat voco veniat me. Dema nunc hic operato da mihi signa hic in loco et ostende personas spatiotum locum. Teat voco veniat me. Dema nunc hic operato da mihi signa hic in loco et ostende personas in spatiotum locum. Gib mir das Zeichen, wenn du hier bist. Mach dich in dem Raum bemerkbar, dass ich es sehen kann. Mit meinen Augen sehen kann. Jetzt spüre ich wieder, dass hinter mir jemand steht. Du bist hinter mir. Du kannst ein Bein bewegen, dass ich ihn hören kann. Du kannst klopfen. Du kannst meine Taschenlampe ausschalten. Dann kriege ich, glaube ich, erstmal einen Schrei hier. Kannst du die Taschenlampe ausstellen? Nein. Meine Hände sind hier. Teat vono veniat me. Kannst du das Licht dunkler machen? Kannst du das Licht ausstellen? Wenn du hinter mir stehst, gib mir ein Zeichen, was ich hören kann. Ich juck mir die Nase. Oh Gott. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Hier in dem Raum? Entweder bin ich mir jetzt ein und der Spiegel wackelt. Nee, ist nicht der Spiegel, die Decke wackelt. Das sieht aus, als wenn der Spiegel sich bewegt. Alles gut. Wow, das war jetzt ekelig. Okay, dadurch, dass ich jetzt kein Zeichen mehr bekomme, beende ich das Ganze. Oder möchtest du mir zum Schluss noch ein Zeichen geben, was ich hören kann? Dann beende ich das jetzt. Also, ich muss sagen, mein Boden ist dreckig. Ich mach mal Licht an. Also, das ist irgendwie schon komisch. Melli, danke für 23 Monate. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Also, das ist schon komisch. Nee, im Raum waren es ja nie. Die Frage, ja, wie viel macht die Psyche, ja? Wie viel löst hier die Psyche aus? Viel. Die Psyche wird viel verursachen. Sehr, sehr viel, ne? Also die Psyche wird schon sehr, sehr viel machen. Dadurch, dass du nicht siehst. Du siehst nichts. Du bist komplett abgeschirmt. Du bist konzentriert.
Du siehst nur deinen kleinen Bereich, den du erkennst. Mehr siehst du ja gar nicht. Du bist ja komplett abgeschirmt von der Außenwelt. So irgendwie, ne? Das kriegst du ja gar nicht mit. Da geht natürlich schon, da gehen deine Sinne hoch. Die Sinne hören jetzt mehr, weil sie nichts sehen können. Die müssen hören. Wenn ihr sagt, die Psyche stellt aber keine Geräte an, das ist richtig. Ich glaube schon, dass du hiermit einen interessanten Jenseitskontakt bekommst. Aber vielleicht wäre auch ohne das Ritual gekommen, versteht ihr? Schokopups, ich grüße dich, hallo. Was ich auf Latein gesagt habe, kann ich nochmal vorlesen. Ich rufe das nochmal auf. Das war ein Ritual, das Schattenpakt-Ritual. Te ad voco veniat me, demon nunc hic operato, da mihi signa hic in loco et est ende personas in spatio tum locum. Heißt übersetzt, wir haben es vorne in Translator geparkt. Sprache erkennen. Ich rufe dich, komm zu mir. Hier ist jetzt, Klammern, arbeitet jetzt der Teufel. Gib mir Zeichen an diesem Ort und zeige mir deinen Platz durch Geräusche im Raum. Ja. Komisch, ne? So. Man kann es ausprobieren, muss aber nicht. Und jetzt gehen wir zu dem Ding mit dem Ouija-Fluch. Jetzt testen wir das Ouija-Fluch-Ding da. Puh, ist schon komisch. Okay. Ich erzähle euch nochmal, worum es jetzt geht. Wir müssen einmal kurz den Tisch umbauen. Eine alte Frau, sie war bekannt als Wicca, lebte in einem Dorf in Rumänien nahe des Huyabaciu-Waldes, oder wie man es ausspricht. Die Menschen hatten Angst vor ihr, da sie viele dunkle Sachen praktizierte. Sie soll sogar tote Tiere zum Leben erweckt haben und auch Sterbenskranke geheilt haben. Ihr Wissen bekam sie schon auf die Wiege gelegt. Sie kommunizierte viel mit Ouija-Brettern und nahm so Kontakt zu den Toten auf. Du brauchst ein Ouija-Board, eine Planchette und 4 Kerzen. Raum abdunkeln, die 4 Kerzen anzünden, diesmal nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Und auf die Rückseite eines Ouija-Boards soll man schreiben: Cem lamina puteria intunicata aratati varforta si veniti folasiti asseasta placae pentru intrarera in lumea nostra. Das müssen wir jetzt da drauf schreiben, ja? Das ist rumänisch. Und das bedeutet: Ich rufe die dunkle Macht, zeige deine Stärke und komme zu mir. Benutze dieses Board, um in unsere Welt zu treten. Probieren. Ausprobieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber ich als absoluter Ouija-Fan finde das natürlich geil. Dadurch, dass ich eh Ouija liebe, ist ja natürlich jetzt eine spannende Sache. Da müssen wir eben ganz kurz mal hier wieder ein bisschen umbauen. So, Spiegel. Und ich habe bemerkt, ich muss unbedingt diesen Boden sauber machen. Der ist ja sowas von dreckig. Ich weiß gar nicht, wer ihr letztes Mal hier gefegt habt. Glaube ich, hier irgendwann mal reingekommen bin damals. Lange her. Okay, die Decke braucht man nicht. So, der Stuhl hierhin, der Stuhl dahin. Mal eben kurz die Flux zur Seite. Also ist schon lange her, wo ich hier sauber gemacht habe. So, die Balls. Ja, die Flux reagiert, RAM ist überlastet. RAM ist überlastet. Ich würde das auf dieses Board auf die Rückseite machen, genau. So, ihr kommt hier hin. Meine Bälle lege ich hier vorne hin. Bleibt liegen.
Ja, einfach. Einfach still sein. Das machen wir hier auf diese Rückseite. Jetzt muss ich gleich gucken. Oh, geht der mir am Sack, du. Ja, die Uhren, da brauchen wir jetzt hier auch nicht. So, jetzt ziehen wir das hier mal rüber. Ja, der Flux reagiert natürlich jetzt da vorne, weil der Abstand nicht passt. So. Keine Ahnung, am Sack gehen die ganze Zeit. Jetzt bist du an. Jetzt 4 Kerzen. 2. Rampart hat einen Overdose. Das heißt, wir haben zu viel elektromagnetische Spannung gerade im Raum. 4 Kerzen sollen es sein. Geschrieben werden muss es in der Sprache, in der es da steht, also nicht in Deutsch. Also bin ich mal gespannt, ne? Was da jetzt passiert. Na, was meint ihr, passiert da was? Was meint ihr, passiert was bei dem Ding jetzt? Mal schwer, ne? Immer schwierig zu sagen. Ich freue mich natürlich immer, wenn was funktioniert, wenn was klar, wenn was passiert. Ne? So. Okay, ich würde es mir auch wünschen, dass was passiert, aber haben wir halt keinen Einfluss drauf. Ne? So, nochmal einen Schluck trinken. Jetzt brauchen wir einen Stift. Unos Stiftos. Gucken, ob der geht. Ansonsten Kugelschreiber. So, jetzt muss ich mir das da erstmal aufschreiben. Ne? Mache ich ja mein Handy hinten. So. So, bevor wir starten, ist mein Kopf weg. Kopf weg ist immer gut. Wenigstens meinen Schädel nicht sehen. So, okay. Die andere Kamera mache ich nachher aus. So, ich mache die 4 Kerzen zur Seite. Eine Uhr brauche ich hier auch nicht. Oh mein Gott. Bin ich da nicht dran gekommen. Ich bin nicht da nicht dran gekommen. Warum ist der umgekehrt? Das ist jetzt aber auch schon merkwürdig.
nicht dran gekommen. Das wird ja mal kurioser gerade. Gottes Willen, nein. Sachen ich nicht mal. Nein, nein, ich. Die andere ist auch umgekippt, aber sie habe ich auch nicht berührt. Gott, ich kriege gerade eine Riesenkrise. Ich bin, vor allem, wenn ich gestresst bin, kriege ich solche einfachen Sachen nicht hin. Mensch. Oh mein Gott. Bleib doch einfach stehen. Und stress mich hier bitte nicht. Einfach stehen bleiben, okay? Okay, tu mir doch einfach den Gefallen und bleib stehen. Aber es ist für mich eindeutig zu stressig. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, was ich hier tue. La mene pudere. Also auf diese Apostrophs achten. I mit so einem Haken in Tournee, in Tournee. Kata, jetzt so ein umgekehrtes Dach. Punkt. A, Ra, umgekehrtes Dach drüber. Ta, so ein Punkt, Strich unten. A, Rad. A. Rad. Ta. Unten T-Strich VA Haken drüber von Unterstrich Vater C N-I-T und dem T-Strich Gott, das gut ist. Folo. Sieht die unter dem T-Strich. Punkt. Acea. Star. Kasten oben. Klar. K. Häkchen oben. Pentro. Häkchen oben in. Lomea. Noas Stra, okay. Okay. Also ich habe das jetzt, was die Frau
Also Handy ist auf Lokonis. Wir haben jetzt von einer rumänischen Frau, die angeblich tote Tiere wieder zum Leben gebracht hat, auch Menschen, das auf das Ouija-Board geschrieben, was sie auch immer hatte, womit sie mit dem Toten kommuniziert. Ich rufe mit diesem Ouija-Board ins Reich der Toten. Ist jemand Verstorbenes hier und möchte mir ein Zeichen geben? Direktkontakt. Kannst du dich nochmal hier bei mir bemerkbar machen in dem Raum, dass ich das sehen oder hören kann? Man kann gerade so die Luft schneiden, das ist so. Ich rufe mit diesem Ouija-Board ins Reich der Toten. Kann mir jemand ein Zeichen geben, was ich gut hören kann oder sehen kann? Ihr könnt auch mit mir hier über dieses Ouija-Board kommunizieren, wenn ihr da seid. Fühlt sich ganz anders an. Dann gebt mir bitte ein Zeichen. Ja. Kannst du mir ein Zeichen geben? Ha. Oh, höre hin, höre hin. Wohin? O-B-E, Ober. Überall. Kannst du damit bitte aufhören? Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an.
Kannst du damit bitte aufhören? Das war der 100%ige Beweis, dass dies keine Fehlfunktion war. Kannst du damit bitte aufhören? Und die Flux hat aufgehört. Wir können jetzt hiermit jede Fehlfunktion ausschließen. Jede. Es war keine Fehlfunktion. Die Präsenz, die Verstorbene, hat dies verursacht und hat auf Wunsch aufgehört. Kannst du mir hier noch ein Zeichen geben, was ich hören kann, wenn du bei mir in dem Raum bist? Kannst du die Pyramide einschalten, nochmal grün oder rotes Licht? Gottes Willen, ist das eine Atmosphäre? Oh Gott. Wo bist du gerade? Wo bist du? H.E. Hier. Wo ist hier? N.E. Neben dir. Gott, das ist krass heute. Wie ist dein Name? Markin? M-A-R-C-I-N. Marcin. Danke. Wofür? Rufen. Dass ich dich gerufen habe, oder was? Kannst du damit bitte aufhören? Lass das Piepsen bitte sein. Marcin, lass das Piepsen sein. Marcin. Hör auf, bitte, das nervt. Wenn du noch bei mir im Raum bist, beende diesen schrecklichen Ton. Mich stresst ja schon Wassertropfen in der Spüle. Marcin, hörst du bitte auf mit diesem Ton? Marcin, hörst du bitte auf? Nein. Ich bitte dich aufzuhören.
Such. Such mich. Mark. Such mich, Mark. Ich will dich nicht suchen. Wenn du hinten stehst, lass den Ball leuchten. Wenn du vor mir stehst, mach die Pyramide grün oder rot. Kalt. Bist du links von mir? Kalt. Rechts von mir? Kalt, du bist nicht. Hier im Raum? Wo bist du? Unter dir. Unter dir. Nicht links von mir, nicht rechts von mir, nicht vor mir. Wo bist du unter dir? Boah, ist das jetzt ekelig. Unterm Tisch oder was? Bist du unterm Tisch gewesen? Kannst du mir ein Zeichen geben, wenn du unterm Tisch warst? Das ist jetzt schon creepy. Hast du unter meinem Tisch gehockt, verdammt nochmal? Dann gib mir hier ein Zeichen, weil ich sehen kann, hören kann. Hast du Marcin unter meinem Tisch gehockt? Mach dich bemerkbar. Oder hast du mich verarscht? Marcin, wenn du unter meinem Tisch gehockt hast, steh dazu. Gib mir ein Zeichen, was ich hören oder sehen kann. Und Delena, ich habe dein Buch vergessen zu bestellen. Hast du unter meinem Tisch gehockt? Dann gebe mir hier ein Zeichen, was ich sehen und hören oder nur sehen oder nur hören kann. Das weiß ich ja gar nicht mehr drauf. Marcin, was bist du? Tod. Du bist tot, ne? Ja. Ich mag uns Menschen? Ja. Euch? Zwei. Wie zwei? Ich bin alleine hier. Wer ist die andere Person?
Sie. Nenn den Namen. Du kennst ihn. Meinst du Lena oder was? Vielleicht. Wenn es Lena ist, gibt mir hier ein Zeichen, dass ich hören sehen kann. Hast du meine Kaffeemaschine eingeschaltet? Hast du meine Kaffeemaschine zu Hause eingeschaltet, die einfach anging, ohne dass ich was getan habe? Hast du diese Maschine, die Nespresso-Maschine eingeschaltet, dann gib mir ein Zeichen. Warst du das? Benutze eine Methode hier, um mir das zu zeigen, was ich, die ich hören und sehen kann oder hören oder sehen kann. Hast du meine Kaffeemaschine eingeschaltet, um mir ein Zeichen zu geben, dass du da bist? Oder war das jemand anderes? Oder hat jemand anderes aus der geistigen Welt die Kaffeemaschine von mir zu Hause eingeschaltet, um mir ein Zeichen zu geben? Auch du kannst hier ein Licht einschalten oder ein Geräusch machen. Ist jetzt die Frage, ob die Person, die es gewesen ist, auch gerade da ist, ne? Hast du dich schon anderweitig außerhalb dieser Sitzung jetzt hier bei mir bemerkbar gemacht? Benutze eine der Methoden, um mir das zu bestätigen. Hast du dich schon anderweitig mit mir in Verbindung gesetzt? Oder bist du erst jetzt durch dieses Schriftstück auf dem Board hier? Was man ausprobieren muss, ich müsste mal hingehen. Diesen Schriftzug wirklich mit Energie reinknallen. Also ich schwimme mit einem Laser, dass da richtig viel Power reinkommt. Was meinst du, was das Energie ist, wenn du das mit dem Laser da reinjagst? Zzt, das geballte, richtige Kraft, richtige Energie. So ein Spruch mit dem Laser da rein, das wäre eine geile Idee, das muss ich probieren. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ist die Person noch da, die gerade mit mir hier im Kontakt stand? Wie ging dieser Satz nochmal? Ich lese den nochmal. Cemlamine puteria intunicata. Aritati fa forta si finiti. Ich lese das wie Latein, aber ist das Rumänisch? Mir hört sich an wie Latein, ne? Folaciti aceasta placa pentru intrarea. Das mache ich immer mal probieren. Wenn wir das bei Google Docs eingeben, Heaven's Hell, nochmal danke für den 13. Monat. Dankeschön. Und Andrew Land. Also K2 dreht richtig, ne? Lass mal, wir geben das mal. Ich will mir das mal anhören, wie sich das anhört. Ciem lamine puterea întunecată. Arătați-vă forța și veniți. Folosiți această placă pentru intrarea în lumea noastră. Ciem lamine puterea întunecată. Arătați-vă forța și veniți. Folosiți această placă pentru intrarea în lumea noastră. Okay. Jetzt lassen wir uns mal den anderen Satz mal vorlesen. Te advoco. Veni ad me.
Dimon nunc hic operatur. Da mihi signa hic in loco et ostende personos in spatio tuum locum. Te advoco. Veni ad me. Dimon nunc hic operatur. Da mihi signa hic in loco et ostende personos in spatio tuum locum. Ok. Okay. Das ist krank. Ist die verstorbene Person hier? Hast du meine Kaffeemaschine eingeschaltet zu Hause? Ich möchte mit der verstorbenen Person sprechen, die meine Kaffeemaschine eingestellt hat. Sofern es kein technischer Defekt war. K2 ist jetzt aktiv, ne? Aber ich spüre hier gerade niemand. Die Flux 2 ist nicht über Computer steuerbar. Das ist krank. Ich suche eigentlich gerade was. Hello Fresh. Blitzschnell kommen. Wenn ihr den Ton gehört habt, nicht wundern. Ich bin gespannt. Okay, Leben. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen in Gruselvideos rüber zum Abspannen. Das heißt, dass wir da ein bisschen entspannen können. Wir werden jetzt noch ein bisschen runterfahren. Wer noch Lust hat, ein bisschen abzuchillen nach den Sitzungen, ist jetzt noch herzlich eingeladen. Ist das komisch, Leute? Also, ich mache das mal kurz aus. Ich werde auf jeden Fall diesen Satz, ich versuche das die Tage zu lasern. Ich werde es mit dem Laser reinbrennen in das Board und dann nochmal durchrocken. Also schön fett einlasern mit richtig viel Kraft und Power. Und dann. Oh Gott, erschreckt mich das Ding immer, du. Das Ding war mir echt fähig, du. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das Ding macht mich nochmal kaputt, ne? So, ich wechsle mal kurz. So, ich wechsle mal rüber. Also, wer jetzt noch Lust hat, ist jetzt noch herzlich eingeladen für ein bisschen Tim Morozov und ein bisschen Juk. Tim Morozov ist, ich wechsle. Tim Morozov ist ein Dude, der fiktive Horrorfilme dreht. Fiktiv. Wichtig, kein nicht echt. Bei Juk Top 5 sind es echte Sachen, aber manchmal kommen da natürlich ein paar falsche Sachen rein.
So, ich freue mich für die, die jetzt noch hier bleiben. Dann würde ich sagen. Was meinst du, Subtiger? Ach so, bei dir, dir das, was für das, was du noch bekommst, wird jetzt verschickt. Das meine ich. Zweiseitig verschickt. Von mir und Lena. Ich lese das richtig rein, Herzinen. Richtig rein. Wenn dann richtig. Richtig High-Level-Power rein. Richtig High-Level-Power werde ich da reinhauen. Da habe ich Bock drauf. Bin da sehr gespannt. So, okay, ihr Lieben. Wir geben uns jetzt einmal den Tim. Ah ja, weiß ich. Hat sie mir gesagt, die hat mir auch das Datum genannt. Sie hat mir auch das Datum genannt. Muss nochmal genau gucken, wann es genau raus ist. So, okay, ihr Lieben. Das ist HelloFresh.